Ja, herzlichen Dank. Einmal kurz durchatmen, oder? Viele Impulse, viele Vorträge, viele verschiedene Ebenen. Ich komme aus dem wunderschönen Regensburg und jeden Tag, wenn ich ins Werk gehe, dann darf ich teilhaben und bin begeistert von so viel Innovation, von Faszination, von Komplexität. Es geht nicht um die zwei da drauf, sondern um die hier. Und zwar genau unsere Kolleginnen und Kollegen, unsere Menschen, mit denen wir gemeinsam versuchen, etwas vorwärts zu bringen, eine Kultur, Werte zu schaffen, Verbesserungen durchzuführen, die ganzen Dinge, die sie kennen und aufgezeigt haben. Der Mensch im Mittelpunkt, sagt sie so leicht, ist so einfach hingeschrieben, aber wie arbeitet man genau mit den Menschen? Weil nur dann wird es nachhaltig sein und nicht in irgendeiner Methode, die vielleicht gegen dem geht, was in unser Ur-DNA reinprogrammiert ist. Ja, dass Sie das vielleicht ganz kurz einordnen können, wir haben die Phase hinter uns, wo wir den Vorarbeiter eingeführt haben, Handschuh, Teamleader, Schichtleiter, wie es so schön heißt. Der Gerd hat uns gesagt, wir hätten vorher die Coaches ausbilden sollen, jetzt haben wir es halt da, die Vorarbeiter, und haben festgestellt, okay, mit dem Thema Prozessverbesserung, die haben mehrere Aufgaben, da ist es irgendwie nicht so weit her. Warum? Weil wenn man reaktiv immer unterwegs ist, dann kümmert man sich um die Probleme, die auftauchen, und man hat keine Zeit und die üblichen Sachen, proaktiv zu werden. Haben uns dann eine Herausforderung gestellt, vielleicht ganz kurz, um das Bild einzuordnen. Herausforderung und Zielzustand trennen wir an der Stelle, weil eine Herausforderung habe ich, weil ich irgendwo im Unternehmenskontext was erreichen will. Das kann harte Zahlen wie Budget sein, das kann Durchlaufzeit sein, Qualität, Sie kennen das. Es können aber andere Sachen sein. Der Zielzustand ist das, was der Mensch als nächstes machen will, was als nächstes erreichen will. Einfach aus dem Hintergrund diese Trennung. Bernd, danke nochmal, das waren unsere Gespräche. Die Grenze des Machbaren für den Menschen ist die eigene Vorstellungskraft. Und viele dieser Herausforderungen, auch in Zahlen gefasst, mathematisch wunderbar herleitbar. Ich kann es mir nicht vorstellen, also werde ich auch nicht anfangen, da irgendwas zu tun. Kleines Beispiel, ich fahre gerne Mountainbike, so ein Backflip, ne, so ein Rückwärtssalto über eine große Schanze ist kein Thema, technisch einwandfrei, physikalisch erklärbar. Ich kann es mir für mich nicht vorstellen. Ein Kumpel sagt, Schanze, danke, drüber. Der kann es sich vorstellen. Das ist der Unterschied. Und deswegen trennen wir das zwischen, wir können es uns nicht vorstellen, aber wir wissen, dass wir dahin wollen und wo gehen wir jetzt konkret rein. So, für das haben wir gesagt, wir wollen konkrete Herausforderungen, dass unsere Vorarbeiter 50% der Zeit an Prozessverbesserung arbeiten. Dass Sie das einordnen können, wir sind im Ist-Zustand bei unter 10. Weil viel reaktiv, wir haben super Zahlen verbessert, das Management ist auch sehr stark glücklich, dass wir da einen wesentlichen Beitrag geleistet haben mit dieser Einführung, warum der Handschuh, der Teamleader, der Vorarbeiter wichtig ist, das kennen Sie. So, hier schon mal der Link, wir führen die Karte mit der Karte ein, wir haben keinen Projektplan oder sowas, sondern wir wollen mal nur eine Sache rausgegriffen dahin. So, ja, wie wollen wir dahin? Wir haben 108 Meister, 21 Führungskräfte nur in der Montage mit den Logistikbereichen dazu. Und das ist natürlich eine Größe, wo man schlecht sagen kann, das legen wir einfach mal los, sondern ich muss immer eine gewisse Masse erreichen. Und jeder Mensch ist anders. Und die erste Frage ist, wie kriege ich denn so viele Coaches, die gut sind, die eine Qualität haben, in möglichst kurzer Zeit, damit wir das überhaupt begleiten können, das überhaupt tun können. Das ist so unsere Herausforderung, die zentrale Frage. Ja, und wenn man sich da auf die Reise macht, muss man sich vorher die Frage stellen, was ist ein guter Coach? Das haben so Teilnehmer aufgeschrieben in unserem Programm. Ich will es nicht alles vorlesen. Was hier nicht drin steht, ist 5 Fragen stellen. Da geht es um Vorbild sein, wir haben gerade was gehört. Da geht es um Sicherheiten schaffen, da geht es um Verständnis haben, um Geduld haben, um irgendwas Zielgerichtetes und so weiter. Da könnte man viele Beispiele, es geht gar nicht um die einzelnen Facetten. Also es hat irgendwas von Leute mitnehmen zu tun, irgendwie mit den Leuten arbeiten. Und wie wir jetzt versuchen, in den Thema reinzugehen, das möchte ich mal anhand dieser Formel machen, F mal M mal A mal I. Ich habe die kennenlernen dürfen und vorher war es F mal M. Dann ist noch so ein Thilo Schwarz gekommen, der hat mir das auch noch erklärt. Super, danke dafür. Ich muss gerade schauen, wo sitzt er, Thilo? Da ist er, hi. Danke dir. Und dann waren wieder Gespräche mit Bernd, mit Gerd, mit anderen und dann haben wir das Ino hinzugefügt. Und ich muss Ihnen sagen, diese Formel für Menschen,
Nein, wir haben es im Kontext für den guten Mitarbeiter. Und haben wir kurz festgestellt, ach so, der Coach ist ja auch ein Mensch, ne? Also wird vielleicht auch passen. Ist trivial, ist vereinfacht, passt nicht hundertprozentig, aber man kann es ganz gut festmachen. Und zwar das Erste kennen Sie, wenn Sie etwas haben wollen, er braucht gewisse Fähigkeiten. Was haben wir gemacht, gerade zum Thema Coaching? Neben den ganzen Lerngruppen, dass das Management dabei ist, dass sie es selber kennenlernen dürfen, sich mehr reinversetzen, ihre Vorstellungskraft erweitern. Wir haben ein Trainingsprogramm aufgesetzt, das im Wesentlichen so einen Start hat mit, was sind denn überhaupt Hintergründe, Zusammenhänge? Hat was mit Kommunikation zu tun. Mit psychologischen Effekten, hat was zu tun mit gewissen Wirkungen. Also der Unterschied zwischen Gerd, warum hast du das Problem in deinem Prozess? Kann man oft erleben, dass eine Weil-Frage kommt, ne? Verteidigungshaltung. Oder was ist das genaue Problem in dem Prozess? Also einfach, was bewirke ich mit einer Fragestellung, in dem Fall mit einer offenen Warum-, Beziehungsebene oder Sachebene. Also das, den Hintergrund verstehen, was wollen wir überhaupt damit erreichen? Und das zweite Entscheidende ist, dass man immer in diese Transferleistung geht und es selber anwendet, konkret macht. Ne? Nicht die anderen sollen es machen, sondern ich, egal auf welcher Ebene. Und so Schritt für Schritt für Schritt wollen wir da die Leute mit begleiten oder tun es auch. Und was jetzt aber wichtig ist, das ist, wenn man so ein großes Unternehmen hat und man macht es an einer Stelle, so einen Piloten, Expeditionsgruppe, was sehr, sehr wichtig ist, weil man in der Gaußschen Verteilung ja immer so die ersten 20% hat, die einfach mal loslaufen wollen und müssen. Und die stehen an und die schauen mit den Hufen. Und es ist ja super, die zu haben, weil die anderen schauen auf die. Aber dann haben sie ein Problem, dass neben dieser Expeditionsgruppe, da kommen so Leute und sagen, ja, hast du schon mal was von Kata gehört? Es gibt irgendwas, irgend schon wieder so Japanisches. Und ah, ich habe jetzt gehört, da kann man Menschen manipulieren, ohne dass sie es merken. Das waren so Feedbacks, die Leute dann gebracht haben, die halt vom Hörensagen irgendwas mitbekommen haben. Und das ist ziemlich gefährlich, das ist der eine Aspekt. Und der zweite Aspekt ist, wir sind ein sehr dynamisches Unternehmen, das heißt, 2 Jahre, 3 Jahre, 4 Jahre so eine Position begleiten, das ist normal, wir sind ein Netzwerkunternehmen. Und da kommt schon mal vor, dass während Sie auf der Expedition sind, einer sagt, ja, das passt, ich habe jetzt gerade eine andere Expedition, die ich machen soll und will und darf. Und dann haben sie plötzlich 3 Leute und der ist weg, der ist weg und der ist weg und sie fangen eigentlich wieder von null an. Und wenn sie das eine Zeit lang machen, dann sagen die dann, das Thema ist anscheinend nicht so wichtig, dass wir es jetzt ausrollen wollen. Das machen die da und geben mich nichts an. So, deswegen haben wir versucht, sehr schnell, wobei schnell ist ein relativer Begriff, über 1 Jahr, 1,5 Jahre, hier diese Basis aufzubauen, um die Hintergründe zu verstehen. Um was geht es überhaupt? Es geht um Sachen, die den Menschen betreffen und es geht nicht um 5 Fragen. Also Sie werden von mir heute, muss ich enttäuschen, nichts über die 5 Fragen, wie man sie besonders gut stellt, hören. Aber jetzt gerade auch in einer Phase, wo wir versuchen, das zu kanalisieren, damit wir diesen Prozess, um die Qualität reinzubringen, dann wirklich im Umgang mit dieser Methode in den verschiedenen Bereichen, wo jeder andere Anforderungen hat, das auch begleiten zu können. Ja, und dann haben wir natürlich noch den Umstand, dass wir nicht die Profis haben aus Coach. Selbst wenn ich das, was so überbleibt, am Ende des Jahres bekommen würde und versuche, jemanden einzukaufen, hier ist schon viel Kompetenz vorhanden, es ist begrenzt, wer uns helfen kann, aus Coach zur Verfügung steht. Das heißt, wir setzen darauf, wenn ich einmal verstanden habe, worum es geht und was der Hintergrund ist, warum ich das oder das mache oder vielleicht nicht machen sollte, dann kann ich jemandem beim Selbstreflektieren helfen. Das ist qualitativ nicht so hochwertig wie ein Profi-Coach, aber wenn ich es warum verstanden habe, ist es einfach, die Abweichung kennenzulernen. Und damit haben wir auch hier Lernpartnerschaften, die eben mit Meisterkollegen oder auf anderen Ebenen zusammenarbeiten, wo es um die Reflexion geht und um kein Feedback, das einen sehr hohen qualitativen Standard hat. Und damit haben wir auch die Möglichkeiten, viel mehr in den Alltag zu gehen und einfach hier loszulegen und einfach mehr auszuprobieren. So, für was steht das? Genau, Entschuldigung, ins Logbuch will ich nur ganz kurz eintragen mit Ihnen, so aus Wichtigkeit. Wir wollen Hintergründe und Wirkungen verstehen, warum man es macht und wie der Mensch tickt und vor allem das in eigenen Alltag integrieren. Also Lerngruppe, Lernumfeld ist sehr gut, aber nicht so lang, weil ansonsten wende ich es nicht da an, wo ich es eigentlich haben will. So, der zweite Aspekt, das M für Motivation. Ja, da gibt es
endlose Vorträge. Wir haben da schon vieles gehört, extrinsisch, intrinsisch. Ich habe es mal versucht, auf das Einfachste zu reduzieren, was man immer wieder aus Kern hat. Ich will irgendwo Autonomie haben, als Mensch. Ich will irgendwo wachsen können, über mich hinaus wachsen als Mensch, egal ob es Arbeit ist oder sonst was. Und ich will irgendwo eine Sinnstiftung, eine Zugehörigkeit, weil ich daraus die Anerkennung beziehe am Ende des Tages. Und wenn Sie alles, was Sie einführen, auf diese einfachen Sachen, wie der Mensch grundsätzlich tickt, referenzieren, dann haben Sie eine gute Chance zu sagen, wird das angenommen? Können Sie da Menschen reinlassen? Können Sie da loslegen oder eben nicht? Und im ersten Moment muss man gar nicht über das reden, ob jemand motiviert ist. Im allerersten Moment reicht es zu sagen, demotivieren wir die Menschen an der Stelle. Weil jeder ist ja motiviert. Im Verein, im Privatleben, beim Hausbauen, wenn er irgendwas organisiert. Die Frage ist, kann ich diese Motivation hier nutzen, was ich haben will, nämlich genau in meinem Arbeitskontext? Und deswegen möchte ich ins Logbuch eintragen, wir haben gestartet einfach mit dem Aspekt, wo haben wir heute Demotivationsfaktoren, wie geben wir Aufträge, Loblisten, eingefordert bis und so weiter. Und der zweite Aspekt, wieso soll ich überhaupt lernen, 5 Fragen gut zu stellen und das Ganze, den ganzen Aufwand betreiben mit Coach? Was habe ich davon? Wenn ich aber verstanden habe, was das mit den Menschen macht, was es mir bringt, zu lernen, dass es gut ist, zu sagen, ich habe keine Ahnung. Hat jemand schon mal erlebt, dass er eine Herausforderung gestellt bekommen hat hier im Saal und keine Ahnung hatte, wie er es löst? Bitte mal Hand hoch. Das mal jemand schon erlebt? Also mir kommt keiner vor, der es nicht erlebt hat. Ne? Das ist Leben. Und wenn man verstanden hat, dass hier einfach nur ein Angebot da ist, dass ich das lösen kann, ne? Auf eine relativ einfache Art und Weise, dann nehmen halt viele das Angebot gerne an, weil vielleicht haben sie halt keine bessere Alternative oder lernen hier halt eine kennen, die ihnen Spaß macht, die sie vorwärts bringt. Ja, das A, Ausrichtung. Da möchte ich auf 2 Ebenen gehen. Das ist ein sehr komplexes Thema. Das eine ist mal, wenn ich kein Ziel habe, dann kann ich ja mit Motivation und großen Fähigkeiten nirgends ankommen. Wir haben es vorher gehört, Zielentfaltungsprozess, was sind die richtigen Prozessgrößen? Wir steuern sehr viel mit Ergebnisgrößen in einem großen Unternehmen. Wonach suche ich? Was mache ich konkret? Ne? Welche Prozessmessgröße? Woran drehe ich im eigenen Bereich? Was kann ich beeinflussen? Und das ganze Zielentfaltungsprozess, Hoshin Kanri, was es da jetzt so gibt, kann man lang und breit reden, ich will es abkürzen, ist eine der Facetten, wo man sagt, ich brauche eine Ausrichtung, damit die Leute in eine Richtung schauen. Das Zweite ist aber, es gibt was ganz Blödes, wenn man mit Menschen arbeitet, die folgen nicht dem Ursache-Wirkungsprinzip. Also ich mache 3-mal das Gleiche und es kommt 3-mal was anderes raus. Und deswegen ist es bei so komplexen Systemen wie Menschen oder noch schlimmer, ne, das komplette Arbeitsumfeld, wo noch mehrere Charaktere zusammenkommen, mehrere Menschen, mehrere Hintergründe, ganz, ganz wichtig, systemischer Ansatz über Werte. Was ist denn überhaupt gut und was ist schlecht? Wenn der Meister dafür gelobt wird, dass er immer inhaltlich weiß, was da passiert, wo das Problem in seinem Prozess war, dann wird er in 15 Minuten Coaching nicht aufhören, lösungsfrei zu denken. Wenn man jemand aber lobt für Querdenken, Courage, Mut, dranbleiben, Hartnäckigkeit, dann ist jedes Ergebnis bloß eine Zwischenetappe auf dem Ziel zu irgendeinem weiteren. Und dann überrascht es auch nicht, wenn Weihnachten zufällig wieder ein Budgetziel kommt oder Qualitätsziel oder sowas. Haben wir ja noch nie gehabt. Ne? Das heißt, ich möchte ins Logbuch eintragen mit Ihnen, diese Herausforderung auf Prozessebene ableiten und nicht über Ergebnisgrößen zu reden. Und vor allem wirkliche Werte schaffen, was ist gut und was ist schlecht. Beispiel eben, den Prozess zu loben und nicht die Ergebnisse. Müssen wir uns bloß mal unsere Belohnungssysteme anschauen. Oder versuchen Sie mal in Kommunikationsforen, die Sie so haben, in Abläufen, einfach mal Striche zu machen, wie viel reden Sie über Ergebnisse und wie viel über den Prozess. Ja, jetzt ist die Situation so, wie es das du geschildert hast, Bernd. Ich habe mir was vorgenommen, ne? Neujahr. Ich möchte 5 Kilo abnehmen, ne? Das und das schaffen.
Die Fähigkeit besitze ich, zum Beispiel, dass ich in Fitnessstudien irgendwelche Gewichte hebe. Motivation ist ausreichend vorhanden, zumindest Silvester. Die Ausrichtung ist klar, ne, ganz klar hergeleitet. Was uns jetzt fehlt, sind die ständigen Impulse, das zu tun. Und das ist eigentlich relativ banal. Da noch mal eine schöne Grafik, die ich auch kennenlernen durfte. Ausgeliehen von BJ Fogg. Vom Hintergrund her, wenn man Fähigkeit und Motivation mal gegenüberstellt, dann gibt es Dinge, genau hier Silvester, ich will auf jeden Fall so und so viel abnehmen, das erreichen, das in Sport machen etc. Mit einer hohen Motivation ist diese schwere Fähigkeit, das zu tun, auch leicht erreichbar. Ne? Aber Sie müssen immer diese hohe Motivation haben. Und Thilo, danke für den Begriff. Die situative Motivation habe ich lernen dürfen, super Wort. Die ist halt immer anders, weil gerade Ihr Chef anruft und was braucht. Ne? Und dann sind wir genau, ich habe keine Zeit und es ist andere Priorität. Das heißt, wenn wir Dinge so groß machen, wir müssen perfekte Coaches erst haben und dann können wir loslegen, dann werden Sie immer das Problem haben, hier in der Ecke zu sein. Und in der Theorie ist das alles gut, aber wenn Sie mal hier in den Alltag ankommen, dann ist es einfach besser, kleine Schritte zu machen, kleine Verhaltensänderungen, kleine Lernschritte, die Sie auch mit einem gewissen Grundmotivationslevel durchführen können an diesem Tag. Weil nur dann wird es zur Routine, wenn man es täglich macht. Das finde ich einfach ein wunderbares Bild. Und dafür brauche ich Impulse. Auch hier. Einfach mal so ein Blatt Papier nehmen, so ein weißes, ohne was drauf, einen Strich in die Mitte zeichnen. Links mal so ein Smiley, der den Gesichtswinkel so nach unten hat und rechts einen mit nach oben. Und dann einfach in der Früh mal anfangen, die emotionalen Impulse, die Sie auf Ihr Gehirn zulassen oder zulassen müssen, mal aufzunehmen. Gestern haben wir das Qualitätsthema gehabt, ne? Unser Budget, Zielanspannung, das Projekt soll fertig sein bis, was haben wir im Shopfloor, das Problem, an dem arbeiten wir und so weiter. Schauen Sie mal auf die andere Seite, wie viele proaktive, positive Impulse Sie bekommen haben. Und deswegen werden wir, wenn wir nicht genau bewusst diese Impulse setzen, natürlich im Reaktiven bleiben. Sie bilden Feuerwehrleute aus und wundert man uns, dass wir keine Brandschutzbeauftragte haben. Selbst wenn ich denen Zeiten freiräume, die werden es nicht machen, weil die Impulse fehlen. Und die reaktiven, die eher negativen emotional gefühlte, sind die normalen im Alltag. Deswegen muss man bewusst schauen, dass man diese positiven findet. Und Coaching ist eine gute Möglichkeit, einen positiven Impuls zu haben. Deswegen möchte ich mit Ihnen einloggen. Wir versuchen das in unseren täglichen Stundenplan, in unseren Ablauf zu integrieren. Weil Menschen natürlich nur in einem großen Unternehmen dann die Chance haben, das auch wirklich zu tun, wenn ja diese Zeiten geblockt werden und wenn das eine Wichtigkeit hat und dem sein Tagesablauf eben einen festen Bestandteil hat, damit schafft man diese Freiräume. Und das Zweite eben, wenn man mal grundsätzlich über das nachdenkt, wo habe ich denn in meiner Organisation und wo setze ich sie, positive und proaktive Impulse, dann geht es noch gar nicht um Coaching. Man merkt an vielen Ecken und Enden, wie plötzlich das Thema immer bewusster wird und wie immer mehr auf die Sachen eingegangen wird. Und das Thema Kater und fünf Fragen stellen ist nur ein Element davon. So, jetzt haben wir uns viel Zeit genommen, Werte zu schaffen, mit der Führung zu arbeiten. Was wollen wir überhaupt, dass wir die Menschen orientieren können? Und da bleibt trotzdem irgendwie die Frage, wie messen wir denn den Entwicklungsgrad? Weil was man ganz selbstkritisch sagen muss, wenn man so anfängt, man hat keine Top-Second-Coaches, also ich muss ja trotzdem schauen, dass nicht irgendwas grob schief läuft. So, es gibt immer die zwei großen Faktoren. Das eine ist einmal die Quantität, dass ich mal sehe, hat sich da ein Bereich oder eine Person entwickelt. Und ganz banal, es ist eine Strichliste. Also die Leute vor Ort haben einfach die Möglichkeit zu sagen, wie oft bin ich zum Coachen gekommen. Wieso hat es irgendwas mit Entwicklungsgrad zu tun? Wenn ich heute irgendwas erreichen will in meinem Privatleben, auf den 4000er gehen, haben wir davor ein Bergbild gesehen, dann werde ich irgendwie im Unterbewusstsein und im Bewusstsein darauf hinarbeiten, dass ich die Zeit habe, dass ich die Ausrüstung habe, die Möglichkeiten habe und so weiter. Die Leute, die hier in dem Kontext unterwegs sind, die schaffen sich auch die Möglichkeiten. Man muss sie ihnen geben, Rahmenbedingungen, aber viele schaffen es auch, wenn sie es verstanden haben. Und das sehe ich hier einfach über die Quantität. Ja,
Qualität ist nicht ganz so einfach, weil, wenn man mal so einen Gruppenleiter von uns, so einen Coach nimmt, dann wäre es jetzt einfach, da reinzuschauen und zu sagen, wie ist er denn unterwegs, wie gut ist er denn? Da haben wir vorher schon die Fragestellung gehabt, wie machen wir das? Wir haben es einmal versucht, das einfach etwas bewertbar zu machen. Hier nochmal mit Lean Partner zusammengearbeitet. Und es gibt verschiedene Bewertungsmodelle. Das hier ist nur eins, Dreifuß-Level. Das sind einfach fünf einfache Stufen, wo ich sagen kann, von ich habe Wissen über ich wende es an, aber es funktioniert nicht hundertprozentig. Ich bekomme Routine, es fällt auf, wenn ich es nicht mehr mache und ich kann es sogar weitergeben und Hintergründe erklären. Das ist eine Wahrnehmung und wenn ich das beobachte, wie sich derjenige verhält, also das Verhalten kann ich beobachten, dann kann ich zumindest sehen, ungefähr wo ist er auf der Stufe. Ist noch nicht allumfassend. Ich habe ein paar Beispiele rausgenommen, ich will es nicht komplett durchgehen, so Sachen, Ableitung von Messgrößen, kann ich die entsprechend runterbrechen, habe ich verstanden, was ich mit der Coaching-Frequenz mache, Gerd, du hast das vorgestellt, ne? Also, dass ich eigentlich der Einflussnehmer bin auf die Geschwindigkeit, wenn es zu langsam oder zu schnell geht, bis hin zu so Banalitäten, wie dass der Coach offen für neue Wege ist. Ich habe aus der Kinderpädagogik so einen schönen Spruch, den ich mir immer gern merke. So aus der Sicht des Kindes, ihr könnt mich erziehen, wie ihr wollt, ich werde trotzdem wie ihr. Und wenn ich natürlich eingeschränkt bin und meine Kostenstelle bloß betrachte, dann werde ich auch keinen Prozessverbesserer dahin entwickeln, quer zu denken. So, das schaut dann so in einer riesen Matrix aus, bitte nicht erschrecken. Das ist einfach dazu da, damit man sich orientieren kann. Was heißt denn das konkret für mich, wenn ich mich von A nach B entwickeln will? Das ist einfach eine Hilfestellung, sich festzuhalten. Mehr ist es erstmal nicht. Aber wenn ich dann so eine Herausforderung habe, wo ich mich hin entwickeln will, aus Anspruch, und einfach mal weiß, wie schaut es denn gerade aus, dann kann ich auch hier hergehen und Sie werden das System, die Methodik dahinter leicht erkennen, dann kann ich mir hier den nächsten Zielzustand setzen und sagen, oh, jetzt im Moment will ich erstmal die Fragelogik üben oder gewisse andere Dinge machen, weil ich kann nicht x Faktoren als Coach gleichzeitig verbessern und das Allerschlimmste finde ich persönlich, meine Meinung, kann man einen Coach auch antun, wenn man ihm Feedback gibt mit, das hast du gemacht, das und das und das musst du verbessern. Ne? Fragen Sie mal, wie viel er sie gemerkt hat. Und deswegen Fokus auch hier auf eine Sache, wo man sich selber zielgerichtet entwickeln kann und das auch mit einem entsprechenden Coach besprechen oder wenn er nicht dabei ist, selbst reflektieren oder mit einem Kollegen. Ja, deswegen übergeführt, das kann man hier auch ergänzen, dass wir hier gesagt haben, wir wollen mindestens täglich coachen, wir wollen uns als Herausforderung eine Stunde pro Schicht freiräumen, wirklich im Kalender. Das hört sich wenig an, das ist relativ viel, wenn man die ganzen Themen sieht im ersten Moment. Und wir wollen eine gewisse, qualitativ eine gewisse Kompetenzstufe erreichen, um einfach zielgerichtet auch hier die Coaches zu entwickeln. Ja, hier vielleicht, das Bild haben Sie am Eingang gesehen und das finde ich deswegen so nett, das war ein Schnappschuss, deswegen ist die Qualität auch nicht so besonders. Der nette Herr, super sympathisch in der Mitte, ist ein Gruppenleiter, der auch selber hier das Coaching übt. Der Meister ist gerade nicht zu sehen auf dem Bild, der aber dort dabei ist. Das sind die Vorarbeiter mit den hellblauen Sachen. Ich habe gehört, blau ist gut. Das ist auch schon mal schön, dass wir hier viel blau haben. Und sein Spruch war immer, woher möchtest du das wissen? Also für alle Nicht-Bayern, woher möchtest du das wissen? Wird man auf keiner Fragekarte finden, ne? Sollte man eine draufschreiben. Das Schöne ist, die haben da Kultur geprägt und einfach ein Selbstverständnis, da an die Sachen ranzugehen. Die sind ein Team und tauschen sie immer aus. Jeder hat ein eigenes Projekt. Was ist bei dir gut gelaufen von der Vorgehensweise, nicht vom Inhalt, von der Art und Weise. Und an der Stelle, warum der Lacher war, weil der Kollege nämlich gesagt hat, nachdem er sein Projekt vorgestellt hat, woher möchtest du das wissen? Also es ist schon ein Running Gag und die sind schon in dieser Logik drin. Und das ist für mich das Schöne. Und ich kann Ihnen und auch uns natürlich nur viele gute, positive Impulse wünschen auf dem Weg, den Sie machen mit dem Thema Kata. Danke.